Was geht ab? DabbleTV wieder mit einem neuen Video. Lang ist es her. Ja, die Motivation hat gefehlt, das nötige Kleingeld für diese Videos hat gefehlt, weil andere Sachen andere Prioritäten hatten. Aber man kennt's, so ist es halt. Jetzt gehen wir zu dem Dönerladen Serhat in Cannstatt. Da war ich schon mal, aber ich habe da meiner Meinung nach eine falsche Bewertung gegeben. Deswegen gehen wir es dann nochmal hin und werden das Ganze nochmal abchecken und neu bewerten. Hallo Chef, machst du bitte einen Döner? Ein Döner. Pizza Döner. Ja, machst du beide Soßen rein? Machst du mit bitte Salat, Zwiebeln und Tomate? Ohne Kraut. Heute ohne Kraut, ja. Ja, ja bitte, scharf. Ja, einfach bitte. So, also ich hoffe, man hört mich gut. Es windet ein bisschen. Ich habe jetzt hier schnell den Döner geholt. Und ja, ich habe die Bewertung schon zu dem Döner abgegeben. Die war jetzt nicht so gut ausgefallen. Da habe ich mich viel auf Kommentare oder Leute, wo ich kenne, sag ich mal, oder allgemein Bewertungen ausgelassen. Und das hat Einfluss auf die Bewertung genommen. Ich habe den Döner dann mehrmals noch im Nachhinein privat gegessen. Und möchte euch jetzt eine andere Bewertung abgeben. Jetzt muss ich beim ersten Mal immer alles gleich geil schmecken oder sich geil anhören, wie zum Beispiel auch mit der Musik oder sonst was. Manchmal muss man ein paar Mal mehrmals hören oder was essen, dass man etwas gut findet oder den richtigen Geschmack dahinter findet, sag ich mal. Hört sich da komisch an, können vielleicht viele nicht mitverstehen, aber ist so. Hat sich ganz klassisch bestellt, mein Döner mit Salat, Tomaten, Zwiebeln, beiden Soßen. Jetzt kommt nochmal dieses Augenblick. So, der ganze Wind hat meine Servietten weggemacht. Und allgemein meine ganze Rankingliste, was ich so gesetzt habe. Ich glaube, die Rankingliste ist dann so, von der Reihenfolge, wie ich die Döner im Geiz finde, stimmt. Aber ich habe die alle zu hoch bewertet, sag ich mal. Ich werde auch mal in Zukunft diese Rankingliste ändern. Also die Döner bleiben gleich. Nur die Punktzahl. Das kann ja nicht sein. Also ich persönlich und ich glaube. Ich weiß nicht, was hat mein höchster? 9,6 oder 9,7? Und das in ganz Deutschland. Ich war bis jetzt nur hier, sag ich mal, im Raum Stuttgart oder Umkreis von 50 Kilometern oder so. Kann nicht sein, dass das schon der beste Döner ist. Deswegen muss man seine Rankingliste mal ein bisschen anpassen und alles um eine halbe Note bis Note runtersetzen, was auch gar nicht negativ ist, aber es ist nicht so realistisch, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Und ich glaube auch im letzten Start-Video habe ich gemeint, dass die nicht so freundlich sind oder irgendwie sowas. Aber da merkt man halt den Unterschied, wenn was richtig los ist und wenn es normal läuft. Jetzt voll nett, alles super, der Chef. Normalerweise würde ich meinen Döner noch viel, viel mehr Soße reinmachen, weil ich einfach Soße liebe. Und wenn er noch eine richtig geile Soße hat, rein damit. Das verfälscht zwar den Geschmack übelst vom Fleisch, aber mir soll es ja im Endeffekt alles komplett schmecken. Und gut, ich weiß, das Fleisch sowieso gut. Da gebe ich auch für euch, für Videos mache ich extra weniger Soße, um den Fleischgeschmack, den Döner, gerade zu bewerten zu können. Normalerweise sollte man eigentlich Döner komplett ohne Soße essen, um das ganz, ganz neutral zu bewerten. Aber ich persönlich kenne keinen Menschen,
Ja, wo ein Döner ohne, komplett ohne Soße ist. Die wenig Soße verstehe ich, aber komplett ohne. Kennt doch keiner. Wenn jemand nur die weiße Soße oder auch die rote Soße, wie hier, beides nimmt. Er nimmt nur beides, nur eins von beiden oder wenig. Aber dass einer komplett gar nichts nimmt, kenne ich persönlich keinen. Deswegen sag ich mal, die Bewertung ist so neutral genug. Normalerweise, wie gesagt, ohne Soße, Soße extra einpacken lassen. Aber wenn da zu viel los ist, dann geht es halt nicht. Und die fuckt sich einen ab. Ich esse jetzt noch auf, dann kommen wir zur Bewertung. Also meine Freunde, die Bewertung ist ganz, ganz anders, sag ich mal, wie zum letzten Mal, als ich dort war. Also die Kamera einstellen. Diese Gimbal macht manchmal, was sie möchte, aber naja. Schalte einfach Gesichtserkennung an, ohne dass man es möchte. Dass sie das hässliche Gesicht überhaupt erkennt, ist ja auch egal. Also, das Brot diesmal Bombe. Hat geil geschmeckt, leider kein Sesam drauf. Aber ist auch egal, Brot geil. Diesmal habe ich die Soße richtig, die Soße, beide Soßen, die weiße und so, als auch die rote, die was mir extrem geil vorgeschlagen worden ist, kann ich jetzt bestätigen. Das ist eine richtig geile rote, so eine Eiwa-Soße. Richtig geiler Geschmack, richtig geiler Abgang. Die weiße Joghurtsoße ist okay, die ist solide, kann man essen. Hat man kein Bedenken dadurch. Ich weiß nicht, ob da Knoblauch drin ist, habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber wenn kein Knoblauch drin ist, kann man die noch mit Knoblauch machen oder extra anbieten. Wäre auch geil, wäre eine geile Option. Ich persönlich feiere es, man muss sie aber nicht. Alles natürlich frisch, Salat, Tomaten, die Stars, jenes, alles schön super frisch. Das Fleisch an sich. Das Fleisch an sich ist ein gutes Hackfleisch, sag ich mal. Mir schmeckt's. Ist so das Hackfleisch an sich, also das Hackfleisch, das Fleisch, der Dönerspieß, gebe ich so eine 8,3 vom Fleisch, nur vom Fleisch. Salat 9,5, kann man nicht viel falsch machen, nur vielleicht ein bisschen mehr anbieten, wenn man den Platz hat. Ich weiß nicht, ob man den Platz dafür hat und nicht haben möchte, keine Ahnung. Deswegen 9,5 für das Gemüse, Salat und so. Und ja, jetzt kommen wir zum Döner. Die Dönerbewertung. Der Döner kostet 6 Euro. Ist mittlerweile überall Standard. Wird wahrscheinlich in Zukunft noch teurer. Ob es ein Hackfleischspieß ist oder ob es Scheibenfleisch ist. Scheibenfleisch natürlich noch teurer. Und Scheibenfleisch kostet 1 Euro bis 1,50 Euro. Jetzt gerade locker mehr. Aber was auch leider nicht anders geht, da das Fleischpreis extrem hoch gestiegen sind oder ist. Und das wird uns in Zukunft alle noch treffen. Noch teurer treffen wahrscheinlich, dass der Döner irgendwann bei 9 bis 10 Euro kratzen wird. Was sie auch müssen, weil auf 1 Kilo Dönerfleisch, was bekommst du im Endeffekt raus, wenn du den Döner richtig machst? 3, 4, maximal vielleicht 5 Döner. Und dann einen Döner für 4 Euro anzubieten wie damals, mit dem Preis aktuell geht es halt nicht mehr. Deswegen, dort kostet der Döner noch 6 Euro. Vielleicht bleibt es auch so, wer weiß. Aber ich denke eher nicht so teurer. Und den Döner für 6 Euro. Ich gebe den Döner eine solide 8,7. Man kann es den Döner auf jeden Fall geben. Kein Bedenken, dass nicht irgendwie schlecht ist. Und sonst was. Das letzte Mal, was ich ja gesagt habe, war irgendwie falsch. Das letzte Mal, wie ich den gegessen habe, hat er komplett anders geschmeckt, wie wenig, wo ich ihn heute gegessen habe. Und ich habe den ein paar Mal auch privat gegessen. Und heute ist er noch geiler gewesen, wie die letzten paar Male, wo ich dort war. Und deswegen 8,7, das ist wahrscheinlich nicht meine Top 10 Ranking List von den Dönerläden. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Nicht jeder Döner kannst du auch da reinschaffen. Aber trotzdem gibt es Döner, die trotzdem sehr gut sind, sich geben kann, ohne Bedenken, dass man sich da einen Scheiß gekauft hat oder es nicht schmeckt oder sonst was. Ich sag, dieser Döner ist gut, er schmeckt mir. Die Meinungen biegen sich, habe ich in den Kommentaren auch gesehen bei meinem anderen Video. Viele werden wahrscheinlich jetzt denken, hä, was labert der für eine Scheiße? Warum ist deine Meinung jetzt so? Man muss jedem noch eine zweite Chance geben, sag ich mal, auch beim Essen. Und der hat sich für mich zum Guten gewandelt. Es gibt auch Döner oder andere Essen, da bin ich
zwei, dreimal nochmal hingegangen. Und Scheiße blieb Scheiße. Aber manche können sich trotzdem verbessern oder anders machen oder keine Ahnung. Oder vielleicht hatte der einen Tag einen schlechten Tag und ich hatte einen schlechten Tag und mir ging es irgendwie nicht so gut oder ich hatte keinen richtigen Appetit oder der hat irgendwie ein komisches Gericht für mich, weil, ja, wie gesagt. Aber das ist meine Meinung. In meiner Meinung stehe ich. Und ja, das war's. Das war's mit dem Video. Empfiehlt mir in den Kommentaren weitere Dönerläden, wo ich hingehen sollte, wo ihr sagt, das ist gut, das ist eine Bombe oder sonstiges. Ihr wisst, wie es geht. Hier unten ist die Adresse verlinkt. Darunter sind die Kommentarfunktionen. Da irgendwo ist die Like-Funktion, die Teilfunktion, die Abonnierfunktion und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Euer David TV. Peace.